Hallo, wie man so ein Tuch strickt, zeige ich euch heute. Ich verwende dafür zwei Woolly Hugs Bobble Cotton. Ich habe mir zwei Farben ausgesucht, die einen Kontrast bilden, weil ich hier im zweifarbigen Patent stricke. Und dann ist es immer schön, wenn die Farben im Kontrast zueinander liegen. Ich nehme beide Bobble von innen. Ihr könnt selbst wählen, wie ihr das macht. Man könnte hier auch mit Rot und Weiß beginnen. Dann endet das Tuch mit Schwarz und Türkis. Die werden schön groß, aber da es auch im Patent gestrickt ist, braucht man da ein bisschen mehr Material. Es würde auch mit einem Bobble gehen, dann müsst ihr ihn zur Hälfte abwickeln, aber dann wird das Tuch eben nicht ganz so groß. Und gerade Patenttücher trägt man ja auch gerne mal über der Jacke. Ihr benötigt dafür eine Rundstricknadel, ich habe eine 3,5er genommen. Ich stricke aber sehr locker. Es kann auch gut sein, dass ihr eine 4er oder eine 4,5er benötigt. Für den Anfang, damit mir die Rundstricknadel nicht ständig beim Video hier auf den Tisch legt, nehme ich aus dem Nadelspiel eine 3,5er Nadel. Wichtig ist, dass ihr Rundstricknadeln verwendet, weil man die Maschen bei diesem Muster eben hin und her schieben muss. Beim zweifarbigen Patent liegt diese Farbe auf, mit der ihr die Maschen anschlägt. Ich schlage 7 Maschen an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann wende ich die Arbeit und nehme die zweite Farbe. Stricke jetzt hier die erste Randmasche rechts, damit sie etwas Halt hat. Dann eine Masche rechts, ein Umschlag und eine Masche rechts. Hier auf dieser Seite befindet sich der krausrechte Teil vom Tuch und hier werden auch immer die Zunahmen gearbeitet in jeder zweiten Reihe. Wir sind ja jetzt hier in der ersten Reihe. Ich lege euch hier die Zahl hin, damit wenn ihr zurückspulen müsst, damit ihr wisst, wo ihr euch befindet. Dann stricke ich die folgende Masche links, hebe die folgende Masche mit dem Umschlag ab und stricke die folgende Masche links und die Randmasche rechts. Dann schiebe ich die Maschen ans andere Nadelende zurück, weil hier ist mein Faden, den ich jetzt benötige. Für die zweite Reihe. Die Randmasche hebe ich ab. Die folgenden 3 Maschen stricke ich links, also auch den Umschlag. Die folgende Masche mit dem Umschlag abheben. Die folgende Masche mit dem Umschlag zusammenstricken. Dann die Masche mit dem Umschlag abheben und die Randmasche rechts stricken. Das war die zweite Reihe. Nun habe ich beide Farben auf der linken Seite.
also muss ich für die dritte Reihe die Arbeit wenden. Nun nehme ich wieder die erste Farbe, die weiße Farbe. Stricke die Randmasche auf dieser Seite links. Die folgende Masche stricke ich mit dem Umschlag zusammen. Die folgende hebe ich mit dem Umschlag ab. Dann stricke ich die nächste wieder mit dem Umschlag zusammen. Die folgende Masche stricke ich links. Dann arbeite ich einen Umschlag und die nächsten zwei Maschen stricke ich links und die Randmasche rechts. So, nun habe ich hier den Faden, den nächsten, wieder auf dieser Seite. Ihr seht, wir wechseln nach jeder Reihe die Farbe und achten immer darauf, wo ist denn der Faden von der nächsten Farbe, und dort schiebe ich dann die Maschen hin. Die Randmasche stricke ich links, dann hebe ich die folgende Masche mit dem Umschlag ab, die nächste stricke ich mit dem Umschlag links zusammen, dann hebe ich die nächste mit dem Umschlag ab. Und die restlichen vier Maschen stricke ich rechts ab. Und die Randmasche ebenfalls. So, das war die vierte Reihe. Jetzt habe ich beide Farben links, also wende ich die Arbeit. Und komme zur fünften Reihe. Nun kommt wieder weiß. Ich schaue also, dass ich den Faden immer rechts vom bisherigen hochhole. Und auf dieser Seite mit den kraus rechten Maschen hebe ich die Randmasche nur ab. Stricke dann drei Maschen rechts, dann ein Umschlag und noch eine Masche rechts. Jetzt haben wir bereits fünf Maschen, die im kraus rechten Bereich liegen. Und hier komme ich jetzt zum Patentbereich. Hier stricke ich die Masche mit dem Umschlag zusammen, hebe die folgende Masche mit einem Umschlag ab und die nächste stricke ich wieder mit dem Umschlag zusammen und die Randmasche stricke ich rechts. Nun komme ich zur sechsten Reihe und ich muss sie blau stricken und der blaue Faden ist am anderen Ende. Die Randmasche hebe ich ab, dann stricke ich die folgenden 1, 2, 3, 4, 5 Maschen links. Die folgende Masche hebe ich mit einem Umschlag ab. Und aus der folgenden Masche stricke ich nun insgesamt 5 Maschen heraus. Ich steche ein, hole den Faden durch, arbeite einen Umschlag, steche nochmals ein, hole den Faden durch, arbeite einen Umschlag und steche ein letztes Mal ein und hole den Faden durch und lasse jetzt die Maschen von der Nadel gleiten. Jetzt habe ich hier 1, 2, 3, 4, 5 Maschen aus dieser Masche herausgestrickt.
Die letzte Masche hebe ich mit, vorletzte hebe ich mit einem Umschlag ab und die Randmasche stricke ich rechts. Nun habe ich wieder beide Fäden links, das heißt, ich muss für die siebte Reihe die Arbeit wenden. Und es geht mit Weiß weiter. Auf dieser Seite stricke ich die Randmaschen links, auf der Seite mit dem Patentmuster. Stricke die folgende Masche mit dem Umschlag rechts zusammen. Nun bin ich bei den Maschen, die aus der Masche herausgestrickt wurden. Die erste hebe ich mit dem Umschlag ab, die nächste stricke ich rechts. Die dritte hebe ich wieder mit einem Umschlag ab, die vierte stricke ich rechts und die fünfte hebe ich wieder mit einem Umschlag ab. Die nächste Masche stricke ich mit dem Umschlag rechts zusammen. Nun bin ich bei den krausrechten Maschen. Hier stricke ich eine Masche links, dann ein Umschlag und die restlichen vier Maschen links. 1, 2, 3, 4 und die Randmasche rechts. Nun müssen die Maschen wieder ans andere Nadelende geschoben werden, weil sich dort der weiße Faden befindet, der türkisfarbene Faden befindet, mit dem es weitergeht. Die Randmasche stricke ich links. Wir sind auf der Seite mit dem Patentmuster. Die folgende Masche hebe ich mit dem Umschlag ab. Die nächste Masche stricke ich mit dem Umschlag links zusammen. Die nächste hebe ich mit dem Umschlag ab, die nächste mit dem Umschlag links zusammen. Die nächste hebe ich mit dem Umschlag ab und die nächste mit dem Umschlag links zusammen. Dann noch einmal mit dem Umschlag abheben. Und nun bei den krausrechten Maschen stricke ich alle Maschen einschließlich des Umschlages rechts ab. Hier habe ich in der Vorreihe nicht alle Fäden erwischt. Die hochholen. Alle rechts abstricken. Bis zum Ende der Reihe, einschließlich der Randmasche. So, nun kommt die neunte Reihe. Dafür wenden wir wieder die Arbeit, weil alle Farben sich links befinden. Und wir machen mit Weiß weiter. Hier auf der Seite mit Kraus rechts heben wir die Randmasche ab und stricken die folgenden Maschen rechts. 2, 3, 4, 5 Maschen rechts. Dann kommt der Umschlag und noch eine Masche rechts. Jetzt sind wir beim Patentmuster. Hier die Masche mit dem Umschlag links zusammenstricken. Die folgende Masche mit dem Umschlag abheben. Die nächste wieder links zusammenstricken. Und mit dem Umschlag abheben. Links zusammenstricken. Und mit dem Umschlag abheben. Und die letzte ebenfalls links zusammenstricken. Und die Randmasche rechts. Für die zehnte Reihe schieben wir wieder die Maschen zurück ans Nadelende
weil hier ist der türkisfarbene Faden, der nun an der Reihe ist. Die Randmasche auf dieser Seite abheben, wir sind bei der krausrechten Seite. Und dann die Maschen links stricken. 1, 2, 3, 4, 5, den Umschlag ebenfalls links und die Masche nach dem Umschlag auch noch links. Nun sind wir wieder bei den Patentmaschen. Die erste Masche mit dem Umschlag abheben, die folgende Masche mit dem Umschlag rechts zusammenstricken. Dann die Masche mit dem Umschlag abheben und aus der folgenden Masche wieder 5 Maschen herausstricken. 1, den Umschlag ist die zweite. 3, Umschlag ist die vierte und die fünfte. Dann die nächste Masche mit dem Umschlag abheben, die folgende Masche mit dem Umschlag zusammenstricken, abheben und die Randmasche rechts. Das war die 10. Reihe. Wir haben also in der 6. Reihe und in der 10. Reihe Maschen zugenommen in dem Patentbereich. Für die 11. Reihe wenden wir die Arbeit und machen mit Weiß weiter. Die Randmasche links. Dann die folgende Masche mit dem Umschlag rechts zusammenstricken, die nächste mit dem Umschlag abheben, zusammenstricken und nun sind wir bei den zugenommenen Maschen. Die erste Masche abheben mit Umschlag, die nächste rechts stricken, dann mit Umschlag abheben und wieder rechts stricken, mit Umschlag abheben. Die folgende Masche mit dem Umschlag rechts zusammenstricken, die nächste mit dem Umschlag abheben und mit dem Umschlag rechts zusammenstricken. Nun sind wir bei den krausrechten Maschen. Die erste Masche links, dann ein Umschlag und bis ans Nadelende die restlichen Maschen links stricken. Und die Randmasche rechts. So, für die 12. Reihe müssen wir wieder zurück zum türkisfarbenen Faden. Wir sind auf der Patentseite, also die Randmasche links stricken. Dann die Masche mit dem Abheben mit einem Umschlag, die folgende Masche links zusammenstricken. Abheben, links zusammenstricken. Abheben, links zusammenstricken. Abheben, links zusammenstricken. Abheben, links zusammenstricken. Und abheben. Nun sind wir bei den krausrechten Maschen. Hier stricken wir alle Maschen einschließlich des Umschlags bis ans Nadelende rechts ab. So, und jetzt sind wieder beide Fäden hier. Also die Arbeit wenden. Für die 13. Reihe. Wir beginnen wieder mit Weiß
Und wir sind hier bei der krausrechten Kante, also heben wir die Randmasche ab und stricken rechte Maschen bis zum Umschlag. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, arbeiten dann einen Umschlag. Und die nächste Masche gehört auch noch zu den krausrechten Maschen, die stricken wir ebenfalls rechts ab. Jetzt sind wir wieder bei den Patentmaschen. Die folgende Masche mit dem Umschlag links, die nächste abheben, links, die nächste abheben, links, die nächste abheben, links, die nächste abheben. Links, die nächste abheben, links und die Randmasche rechts. Nun kommt die 14. Reihe. Das ist wieder eine Reihe, in der hier bei Mustermaschen zugenommen werden. Ich schiebe die Maschen zurück zum türkisfarbenen Faden. Die Randmasche hebe ich hier ab. Wir sind auf der krausrechten Seite. Und nun stricke ich die Maschen links. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hier ist der Umschlag, den ebenfalls links. 8. Und die Masche nach dem Umschlag gehört ebenfalls noch zur krausrechten Seite. Dann bin ich wieder im Patent, die erste Masche mit dem Umschlag abheben, die nächste rechts zusammenstricken. Abheben, rechts zusammenstricken, abheben und nun bin ich wieder bei der Masche, aus der 5 Maschen herausgestrickt werden. Eine, den Umschlag 2, 3, Umschlag 4, 5. Dann die folgende Masche mit dem Umschlag abheben, die nächste Masche zusammenstricken, abheben, zusammenstricken, abheben und die Randmasche rechts. Nun kommt die 15. Reihe. Wir beginnen wieder mit Weiß. Und wir sind auf der Seite mit dem Patentmuster, also stricken wir hier die Randmasche links ab. Die folgende Masche mit dem Umschlag rechts zusammenstricken, mit Umschlag abheben. Rechts zusammenstricken, mit Umschlag abheben, zusammenstricken. Und hier bei den Zunahmen die erste abheben, dann rechts stricken, abheben mit Umschlag, rechts stricken, abheben. Dann die folgende Masche mit dem Umschlag zusammenstricken, abheben, zusammenstricken, abheben. Zusammenstricken. Und nun sind wir hier bei den krausrechten Maschen. Die erste Masche links, dann ein Umschlag und die restlichen Maschen auch links. Es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und die Randmasche rechts. Zur 16. Reihe. Die Maschen wieder ans Nadelende zum türkisfarbenen Faden. Die Randmasche links. Abheben.
links zusammenstricken, abheben, 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 links zusammenstricken, abheben. Und nun sind wir bei den krausrechten Maschen. Hier stricken wir alle Maschen einschließlich des Umschlags rechts ab. Ihr nehmt also bei den krausrechten Maschen in jeder zweiten Reihe durch diesen Umschlag eine Masche zu. Nun kommt die 17. Reihe. Hier müssen wir wieder wenden, weil sich beide Farben links befinden. Und wir sind bei kraus rechts, also die Randmasche abheben. Und dann geht es mit rechten Maschen weiter. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dann der Umschlag. Und die 10. Masche gehört auch noch zum Kraus rechts. Dann sind wir bei den Patentmaschen, die Masche mit dem Umschlag links zusammen, abheben, 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 links zusammen und die Randmasche rechts. Nun müssen die Maschen wieder zurückgeschoben werden. Ihr seht, bei den geraden Zahlen, Reihenzahlen, schieben wir immer zurück. Und bei den ungeraden wenden wir. Wir sind bei kraus rechts, also heben wir die Maschen ab. Und stricken die Maschen links. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, die Randmasche auch, den Umschlag auch und die folgende Masche auch. Jetzt sind wir wieder bei den Patentmaschen. Hier heben wir die nächste Masche mit dem Umschlag ab und die folgende rechts zusammen. Abheben, rechts zusammen, abheben, rechts zusammen, abheben. Und nun wären wir wieder bei einer Masche, bei der wir bisher zugenommen haben. Das machen wir jetzt in der 18. und in der 22. Reihe nicht. Die Zunahmen sind ja immer in Viererschritten passiert, also in dieser 18. Reihe. Einfach nur weiter stricken, also die Masche mit dem Umschlag abstricken, abheben, abstricken, abheben, abstricken, abheben, abstricken, abheben und die Randmasche rechts. So,
so bis zur 19. Reihe, eine ungerade Reihe. Hier muss ich die Arbeit wenden. Und es geht zunächst nach dem Wenden immer mit Weiß weiter. Ich bin auf der Seite mit dem Patentmuster. Hier stricke ich die Randmasche links ab. Die folgende Masche mit dem Umschlag abstricken. Rechts. Dann wieder abheben. Abstricken. Abheben. Abstricken. Abheben. Abstricken. Abheben, abstricken, abheben, abstricken, abheben, abstricken, abheben, abstricken. Und hier sind wir bei den krausrechten Maschen. Hier folgt die erste Masche links, dann kommt ein Umschlag. Und die restlichen Maschen bis zum Nadelende ebenfalls links abstricken. Und die Randmasche rechts. Nun geht es wieder zurück ans andere Nadelende. Wir kommen zu einer geraden Maschenzahl. Hier muss ich einmal entwirren. Hier stricke ich die Randmasche links. Ich bin auf der Seite mit dem Patentmuster. Die folgende Masche hebe ich ab. Die nächste stricke ich links zusammen. Abheben, links zusammen, abheben, links zusammen, abheben, links zusammen, abheben, links zusammen. Abheben, links zusammen, abheben, links zusammen, abheben. Und jetzt bin ich bei den krausrechten Maschen. Die erste Masche rechts und alle anderen auch. Mm-hmm.